Ein herzerfrischendes Guten Morgen, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendek und es geht weiter mit Let's Play Assassin's Creed Freedom Cry. Wir sind im nächsten Aufnahmemarathon, den ich einfach wieder kurzfristig gestartet habe, weil ich einfach noch keine Lust habe zu schlafen, beziehungsweise ich bin auch noch nicht müde. Wir haben es jetzt 2:45 in der Früh am Freitag des 2. Januars 2015. So. Auf jeden Fall, wir haben in der letzten Mission unsere Expedition erfolgreich verteidigt, beziehungsweise eskortiert. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was wir jetzt noch an Missionen erledigen müssen. So. Schauen wir mal, was Bastian uns zu sagen hat. Ist sie wieder oben? Auf den Grund damit, aha. Ade. Augustin hat vor, ein weiteres Sklavenschiff abzufangen. Ich bitte euch, davon abzusehen. Sonderbefehl? Deines Gelegenheitsvertrauten, dem Gouverneur? Nein! Es ist wie befürchtet. Ihr habt so viele Sklaven befreit und die Franzosen sind nun nervös. Die Franzosen haben sich ihre Angst verdient. So einfach ist das nicht. Die Gesetze sind strikt. Die Strafen härter und häufiger als sonst. Ihr helft denen, die ihr befreit, aber auf Kosten der anderen. Ein kleiner Preis für Unabhängigkeit. Je früher Augustins Revolution kommt, desto eher werden alle Sklaven frei und in Frieden leben. Gouverneur de Fayet droht mit Vergeltung. Dann steckt er doch dahinter. Nein, Adouale. Kein weiteres Wort. Ich will's nicht hören. Gut, das heißt, wir dürfen jetzt den Gouverneur abschlachten, oder wie? Wir werden sehen. Oh, 60 FPS. Sehr angenehm. Wenn die nur konstant werden. Bist du vielen Sklavenschiffen begegnet? Mehr als genug. Aber als ich mit Kenway segelte, ging es nur um Beute. Beute oder Hinweise auf noch mehr Beute. Aber gab es nie den Wunsch, einzuschreiten? Ein weiser Quartiermeister behält seine Wünsche für sich. Will er auch weiterhin Quartiermeister bleiben? Aber ja, der Gedanke kam mir durchaus. Als die Assassinen mir die Möglichkeit boten, ernstere Ziele zu verfolgen, ließ ich das Rauben hinter mir. Und die Sklavenschiffe auch? Nein, denn ich bin ein Assassine und ich fand sie wieder. Ich würde meine Piratenjahre gegen nichts eintauschen. Dir gefiel doch die Freiheit. Es härtete mich ab für das, was wir heute tun. Und wenn ich fertig bin, wirst auch du den Piraten für deine Ausbildung danken. Ja, Captain. So. Kann nicht mehr weit sein. Lass die Hunde fallen! Erwarten Befehl! Das war's für die! Feuer! Verfluchte Augen! Bereit zu Feuer! Das ist die Schwachstelle, Captain! Feuer! Feuer! Das ist ihr Schwachpunkt! Feuer! Feuer! Sie gehen unter! Jawollo! Nice. Sehr schön. Nein! Die wollen es versenken! Wir müssen uns beeilen! Feuer! Ja! Ja! Auf dein Zeichen! Feuer! Sie bricht auseinander! Runter, die Wallet! Feuer! Sie ist geladen! Bereit zum Feuern! So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Treff die Top- und Rahmsegel! Feuer! Dort muss ich da jetzt von der anderen Seite hinfahren, oder wie? Nee, doch nicht. So. Jungs, bereit machen zum Entern und vielleicht mal ein bisschen schneller. Captain Ade, wir müssen uns beeilen! Ja, da mach mal hin.
Ach, sind hier gar keine Leute mehr drauf. Ja, ne? So schnell kann es gehen. So. Ich gehe nach unten. Stoppt das Feuer und bereitet die Experto-Krede für die Überlebenden vor. Hier lebt ja fast keiner mehr. Oh, shit. Verdammt. Los jetzt. Los. Aus mit euch. Los, los, los. Verdammt, komm hier nicht hin. Scheiße. Los jetzt. Da zappelt noch einer. Sind noch Sklaven. Verdammte Kacke. Scheiße! Ich bin immer zu übereifrig. Jetzt komm. Schnell! Los! 15 Sklaven, mein. Okay. Hier sind noch Leute. Die holen wir auch noch raus, natürlich. Schnell! Gut, und hier haben wir noch einen Balken. Mann, ist das spannend. Los! Oh, und jetzt haust du durch. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Und ich jetzt. Habe ich jetzt verkackt? Nicht. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch durchtauchen. Zum Schiff entkommen. Eieiei. Holy shit. Holy shit. Das ist echt ganz schön eng.
Bin ich jetzt gestorben? Okay, anscheinend nicht. Na, viele haben es anscheinend nicht geschafft. Gouverneur de Fayet. Ich dachte, ich verstehe seine Gleichgültigkeit. Aber diese Herzlosigkeit habe ich wirklich niemals erwartet. Du wolltest mich warnen. Wir sind alle schuldig. Der Gouverneur zahlt mit seinem Leben. Mein Credo verlangt das von mir. Ach, ist ein schwacher Trost. Wenn de Fayet tot ist, nimmt ein anderer Tyrann seinen Platz ein. Sein Tod muss allen Kämpfern Hoffnung sein. Sie dürfen das Ziel der Unabhängigkeit nicht aufgeben. Und was ist mit den Toten hier? Sie kannten das Leben kaum. Wir werden um sie trauern. Ja. Gut, die Mission konnten wir zu 100% abschließen. Aber das fand ich jetzt schon ein bisschen krass. Aber gut. Dieses Mal müssen wir ins Maroon-Versteck reisen, um die nächste Mission anzunehmen. So. Es ist an der Zeit. Der Gouverneur wird selbstgefällig, seine Wachen faul. Sie haben ihre Schreckensherrschaft bereits vergessen. Das werde ich ändern. Sobald du de Fayet erledigt hast, bist du hier nicht länger sicher. Und auch die Maroon nicht, sollte ich bleiben. Es macht mich traurig, dich gehen zu lassen. Wir sehen uns wieder und feiern die Unabhängigkeit der Maroon. Du kennst das Grundstück der Gouverneursvilla gut. Wenn der Moment kommt, lass dich nicht erwischen. Ja, alles klar. Dann bin ich mal gespannt, was mich jetzt noch erwartet, beziehungsweise was uns erwartet. Ich bin total gespannt, aber man merkt schon, wir nähern uns schon langsam dem Ende. So. Gut. Bei der Villa waren wir doch vorher schon mal, oder? Als der Gouverneur eine Party gefeiert hat, kann ich mich zumindest noch ganz grob dran erinnern. Wie kann man hier nochmal rein? Wo verstecken Sie das Geisterschiff? Geisterschiff? Ich werde dir gar nichts verraten. Ah, oh, du Wichser. Ich finde und töte jeden einzelnen von euch persönlich, bis ich eine Antwort habe. Wo ist das Versteck der Maroon? Oh, down ist er, der Kerl. Hilfe! No!
Wer kommt zu eurer Rettung? Eure Sklaven? Die Aufseher, die euren Befehlen folgen? Erbärmlich! Was für ein Mann kämpft nicht für sich selbst? Warum? Ich habe schon oft aus Prinzip getötet. Doch noch nie wollte ich jemanden so leiden lassen, wie jetzt euch. Damit ihr versteht, wie es ist. Um sein Leben zu betteln, wie all die Ertrunkenen. Du meinst diese Sklaven? Das Schiff? Das sind noch nicht mal Menschen. Ohne Disziplin durch ihre Herren werden sie zu Rebellen. Zu Mördern. Wie du. Ich wünschte, so wär's. Gut, ich glaube, jetzt müssen wir hier ganz schnell eine Fliege machen. Er sagt, vielleicht Erfolg freigeschaltet. Okay, das heißt jetzt was? Es ist aus. Er hat gelitten, dafür habe ich gesorgt. Kommst du, um Lebwohl zu sagen? Vorerst. Doch nicht, ohne dir das zu geben. Oh. Nach all der Zeit. Willst du es nicht? Hast du keine Angst, dass es in Templerhände fällt? Ich fürchte Schlimmeres. Kein Templerplan hält deinem Zorn stand. Du machst noch Witze? In so einem Moment? Nur um meinen Abschiedsschmerz zu mildern. Du kehrst zurück zu deinen Assassinenbrüdern und zu den Pflichten, die auf dich warten. Ich kehre zurück, ja. Doch ich spüre eine Umwälzung in mir. Ich bin nicht länger jung. Ich muss mich jenen widmen, die um ihre Freiheit ringen. Mein Glauben an das Credo wird mir helfen, sie zu schützen. Zusammen mit allen, die mir helfen. Niemand interessiert sich mehr dafür. Ich behalte es als Andenken. Ja, das war Let's Play Assassin's Creed Freedom Cry. Ja, es hat sich doch ein bisschen länger gezogen, weil ich auch natürlich das Spiel natürlich ein bisschen mehr ausgeschöpft habe. Ich habe die ganzen Inseln erkundet und so weiter. Und ja, man muss sagen, das Spiel hat sich auf jeden Fall richtig gebockt. Ein Standalone-Game, kein DLC, wie ich am Anfang fälschlicherweise gesagt habe. Aber wenn ihr wirklich mal Lust habt auf so ein kleines Game für zwischendurch, dann holt's euch. Ganz ehrlich, weil es macht einfach riesen Spaß und kostet auch nicht allzu viel. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, mal gucken, wann ich dann mit dem nächsten Let's Play beginne. Vielleicht am Montag. Oder vielleicht schon morgen, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ich habe jetzt erstmal ordentlich was zu rendern, beziehungsweise zu schneiden und hochzuladen. Das kann alles noch ein bisschen dauern. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Und wir hören uns dann beim nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao.